23. Mai 2023, Herr Professor Dr. Sucharit Bhakti. Wie geht es Ihnen? Mir geht's ganz gut. Ich habe gesehen, Sie sind ganz sportlich heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen. Naja, es gab keine Parkplätze hier, deswegen musste man ein bisschen weiter weg. Also so ein bisschen Regen, den es ja heute Morgen gab, der hindert Sie nicht daran, auch mal zu radeln? Ich habe oben gebeten, dass der Regen aufhört und so war das auch. Werden Sie sich heute äußern? Zum Verfahren äußere ich mich überhaupt nicht. Ich wollte aber gerne bekannt geben, dass heute nach der Verhandlung eine Pressekonferenz stattfinden wird. Und da werde ich rein sachlich, wissenschaftlich berichten, nicht von mir, sondern von den letzten Entdeckungen, die gemacht worden sind über diese Impfstoffe, dass so erschreckend ist, dass ich die Gelegenheit heute wahrnehmen will, möglichst viele Pressevertreter zu erreichen. Denn alle müssen es wissen. Es geht darum, dass diese Impfstoffe von Pfizer, BioNTech und Moderna unter Umständen und hier ist ein Punkt erreicht, wo alle Partikularinteressen aufhören müssen. Alle müssen jetzt zusammenkommen und miteinander reden, weil sonst ist es zu spät. Darf ich ganz allgemein fragen, nicht auf diesen Prozess bezogen, wie es Ihnen persönlich als Mensch in den letzten 3 Jahren ergangen ist? Als Mensch ist es mir nicht besonders gut ergangen, weil die Sorgen immer weiter gewachsen sind. Und wir erreichen jetzt den Höhepunkt. Ich habe schon Angst. Angst um meine Familie, um meine Nächsten. Ich habe auch Angst um euch alle. Denn wenn die Deutschen jetzt nicht aufstehen, dann werden sie Opfer werden. Ja. Ich habe einige Personen, die hier gewartet haben, teilweise seit 6 Uhr morgens, gefragt, welche Bedeutung hat Herr Bhakti für Sie? Und die haben alle gesagt, ja, der hat eine große Bedeutung für mich. Ich fasse das jetzt mal summarisch zusammen. Ja. Also können Sie das auch mit den Rückmeldungen, die Sie erreichen, bestätigen, dass viele Menschen in Ihnen eine große Bedeutung gesehen haben in den letzten 3 Jahren? Ja, ich bin überwältigt. Ich habe tatsächlich ungefähr 8000 Briefe bekommen. Allein letztes Jahr, als das Verfahren eröffnet wurde, haben sie mir geschrieben. Und es sind 10 Kisten bei uns zu Hause voll. 10 Kisten. Ja. Und das hat mich schon aufgerichtet und mir und meine Familie, meine Frau gesagt, dass das, was wir getan haben, richtig war. Meinen Sie jetzt 8000 analoge Briefe, richtig in Papierform? Ja. Oder E-Mails? Nein, nur Briefe. 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 In Papierform. Von 11-Jährigen bis 90-Jährigen. Und E-Mails wahrscheinlich unzählig, nehme ich an. Nein, ich habe tatsächlich mehr Briefe bekommen als E-Mails. Und viele sind auch geschrieben worden von Leuten, die wahrscheinlich keine Mails haben. So ist es ja, ältere Leute und auch Kinder. Ist Ihnen da vielleicht auch mal was beigelegt worden? Vielleicht ein Buch oder eine Tafel Schokolade? Ich weiß. Nein, mehr. Viel zu viel. Also durchaus Persönliches oder? Ja, Geschenke, Gemälde, Zeichnungen. Es ist unglaublich, was da ist. Könnte man damit nicht eine Ausstellung machen oder das vielleicht mal in ein Archiv oder ein Museum überführen? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Aber das hat doch vielleicht zeitgeschichtliche Bedeutung. Naja, es ist alles da, aber wir haben niemanden, ich weiß es nicht. Aber es ist alles da. Es ist alles da. Weil dann haben Sie dafür einen extra Keller oder einen extra Raum? Weil das sind ja schon mehrere Kartons, ne? 8000 Briefe und Geschenke. Wir haben keinen Keller. Aber das bringt, ja, wir haben Raumprobleme tatsächlich. Wir haben ein kleines Haus. Aber es ist bei Ihnen und es ist noch da. Ja, aber wie gesagt, wir haben keine Kapazität zurzeit, irgendetwas damit zu machen.
Nochmal zum Anfang des Gesprächs, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich auch begeisterter Radfahrer bin. Fahren Sie öfters Fahrrad? Oder weil hier früher ja, jetzt nicht mehr. Weil es ist ja sehr schön hier, Ostholstein. Ne? Ja, aber das Wetter ist mir zu kalt hier. Der Richter hat gerade irgendwie notiert, Sie seien in Washington geboren. Oder habe ich das richtig verstanden? Ja. Könnten Sie das noch kurz erläutern, wie das gekommen ist mit Washington? Oh, oder nur ganz kurz? Nee. Oder? Also wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, ja. Ich habe eine Autobiografie geschrieben, das erscheint in 3 Wochen. Und da steht alles drin. Alles da. Dann noch, wie heißt die Autobiografie und wie heißt der Verlag? Wer sich das holen möchte? Das ist Kamascha Verlag. Mhm. Ja. Und die heißt Der Weg der Wahrheit. Ja. Ich bedanke mich für das Interview. Ja. Gerne.